FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Äußerungen des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zu möglichen Folgen einer Impfpflicht für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende als unerträglich zurückgewiesen. Er finde es unverfroren, in der jetzigen Phase mit solchen Anregungen zu kommen, sagte der Vizepräsident des Bundestages bei Bild TV. Der Chef der Bundesagentur hatte vorgeschlagen, dass Arbeitgeber Bewerber im Falle einer Impfpflicht ablehnen dürften. Außerdem müsse man dann prüfen, inwieweit eine fehlende Impfung zu einer Sperre beim Arbeitslosengeld führen könne.